So, Freunde, ich habe mir geschworen, wir ziehen durch. Wir versuchen das Game jetzt hier weiter zu schaffen. Ich hoffe, dass wir hier einigermaßen klarkommen. Wie sieht unser Waffensystem aus? Okay, wir haben immer noch das Schwert, aber bei dem bleiben wir auch erstmal. Ich glaube, Bogen brauchen wir erstmal nicht. So, wir haben jetzt eine neue Eigenschaft. Wir können jetzt sozusagen hier weiterfliegen. Müssen wir natürlich aber gucken. Wir müssen uns hier... Ja, das hat auch noch nicht ganz gepasst. So. Genau. Weiter katapultieren. So, halte LB, um Geschosse mit einem Stoßangriff noch höher Höhen zu feuern. Das heißt, wir können die ablenken. Das ist sehr gut. Ach, alles klar. Wenn wir nach unten zielen, dann gehen die auch nach unten. Muss natürlich noch ein bisschen schneller sein. Ungeschickt lässt grüßen. Ja, das ist so manchmal mit dem Steuerknüppel ein bisschen blöd. Ja, wir haben es fast. Wir müssen da oben die Wand durchbrechen. Jo, alles klar, super. Müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt hochkommen. Wir können uns... Ah, alles klar, super. Hier ist so ein weiterer Hebel. Wenn wir jetzt mal umlegen, dann geht endlich das Tor auf, oder? Ah, braves Tor. Oder braucht Zeit. Ah, Mist. Muss nicht sterben an dieser Stelle hier. So, wir sind jetzt durchgeschritten. Das ist schon mal sehr gut. Aber natürlich klar, ne? Gleich voller Angriff hier. Ja, eigentlich runter, ja, ne? Ja. So, wir müssen ein bisschen auf unsere Energie achten. Ah, das war natürlich... Jetzt reicht's aber. Jetzt gehen wir ja mal gleich auf Angriff. Jetzt gleich einen vors Gesicht, damit hier endlich Ruhe herrscht. Mann, Mann, Mann. Ja, den machen wir auch gleich platt. Mit seinen komischen Kristallen, die da aus dem Boden kommen. Oder wie das auch immer ist. So, wir orientieren uns jetzt mal an der Karte und gucken, wo wir sind. Wir sind jetzt hier unten in der Höhle. Wir müssen dann später nach oben. Ich habe nur die Quest jetzt angezeigt, damit das Ganze dann auch ein bisschen schneller geht. Die ganzen Bonis und so, die kann man immer noch später mal machen, wenn man da Bock drauf hat. Ist ja so ein nices Game. Keine Frage. Jetzt müssen wir uns... Ach nee, brauchen wir gar nicht. Spaltung! Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Schüsse mit dem Geisterbogen werden in kleinere Geschosse aufgespalten. Oh, das ist ja cool. Wollen wir die jetzt aufteilen? Ja, warte mal, das ist... Können wir denn irgendwas davon ablegen? Klebrig, bleib an den Wänden hängen, das muss bleiben. Einen halben Bildschirm entfernt, Kugeln fliegen, Ori zu. Das kann auch bleiben. 15% mehr verursachter erlittener Schaden. Belastbarkeit, 10% weniger erlittener Schaden. Warte mal, was haben wir denn generell Neues? Tausch, Tausch maximale Gesundheit gegen Energie. Das haben wir Überladung, senke Energiekosten, Lebensbank. Verbrauche Gesundheit und Zauber zu wirken. Das Feature hier ist gar nicht schlecht, aber was... Ach komm, 10% sind gar nichts. Wir nehmen jetzt mal die Eigenschaft hier. Jawohl. Will ich mal gucken, wenn wir jetzt den Bogen anlegen. Und damit hier schießen. Wow, das war schon kein schlechtes Feature. Sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was uns das jetzt hier bringt. Ah, das hasse ich ja manchmal. Das lebt doch hier, oder? Guckt euch das mal an. Das ist ja
Eine Schnecke oder so. So, und wenn ich das richtig sehe, geht's nach oben nicht weiter. Können wir mal kurz auf die Karte gucken. Nach unten müsste es aber weitergehen. Sehr gut. So, von da kommen wir. Okay, den machen wir jetzt erstmal platt. Gucken wir mal, wie wir da oben hochkommen. Irgendwie geht's da nicht weiter. Was mich so ein bisschen wundert. Hier geht's weiter. Hier geht's irgendwie nach unten. So, hier sind wir ja gewesen. Warum kommen wir hier nicht runter? Müssen wir mal genau gucken, was wir da übersehen haben. Sieht ja auch aus, als wenn da ein Stein wäre, genau. Hier muss da irgendwie nach unten gehen. Jetzt können wir natürlich versuchen, mit dem Schwert den Boden irgendwie aufzuhauen. Nee. Nee, keine Chance. Also wird sich das da nur um den, das, ja, um den Bonusgegenstand handeln. Tja, wie wir da oben hochkommen, das ist mir noch ein Rätsel, muss ich sagen. Das finde ich noch ein bisschen merkwürdig. Frage auch, ob man das denn weiterbringt. Und jetzt, okay, da würde man dann irgendwie hier nach oben kommen. Das ist überhaupt, ne, bringt noch nichts. Ist klar. Ja, dann machen wir das so, dass wir wieder nach oben gehen. Aber ist schon nice, andere Eigenschaften bekommen zu haben. Ah, schade. Ah, Mann. Das ist manchmal nervig. Die Steuerung ist nicht ganz ohne und das Timing ist manchmal auch nicht einfach. Aber ist egal, wir ziehen durch. Könnten natürlich jetzt auch noch erstmal abwarten. Ja, ich muss mir jetzt mal dran gewöhnen. Springen und dann noch. Ah, sehr gut. 550 haben wir schon. Dass wir wieder einen Händler finden, können wir unseren Charakter wieder aufbessern. Ach, diese Schnecken sind überall. Muss man mal überlegen, was wir jetzt machen. Jawohl. Das haben wir schon mal geschafft. Also nur mal ein bisschen höher kommen.
Jawohl. So. Prima, jetzt haben wir das auch. Jetzt könnten wir theoretisch auch hier rüber. Ja, noch. Was ist denn das hier? Kommen wir hier eigentlich höher? Nee. Ist doch gar nicht, wo wir jetzt hier lang müssen. Wir gucken uns das noch auf der Karte an. Achso. Doch, wir müssten theoretisch hier noch höher kommen. Ja, fast. Jawohl. Prima, jetzt hängen wir aber hier fest. Nutzen. Das ist ja mal ganz genial. Sozusagen die Energie von unserem Gegner ausgenutzt. Auf, wir machen das so wie... Springen wir an die Wand, dachte ich schon. Ah, jetzt kann man mit der Fähigkeit auch die ganzen Bonis einsammeln. Ist doch mal super. Genau, an die Wand ran und dann... Ah, sehr gut. Wieder fallen lassen. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt sind wir hier. Wir wollen aber rechts rüber eigentlich. Rechts nach oben. Ja, wo der Typ ist. Müssen wir mal gehen. Ach, jetzt weiß ich auch. Ah, alles klar. Super. So, mal nice. Obwohl, wenn ich den bekämpfe... Komme ich hier nicht rüber. Dankeschön. So. Den brauche ich jetzt aber. Um hier hochzukommen. Jetzt müssen wir mal schauen. Wo sind wir denn jetzt genau? Wir sind jetzt hier. Ah, schade. Jawohl, super. Das war doch mal nice. Jetzt sind wir nämlich hier. Und? Das heißt, es geht in Richtung Quest. Ja, ist doch besser, das Quest nur einzublenden und alles andere lassen wir mal außen vor. Oh. Bin ja gespannt, wer jetzt auftaucht. Oh. Du musst den auch bekämpfen, oder? Sonomoki, Bila Bodawa, Nomo Kwolok, Enomo Kwela, Moki Jukwara, Imanusquar. Von der Stimme erinnert er mich so ein bisschen an Jabba the Hutt von, krass, von Star Wars. Ah, die Eule. She's Morla Quasi. Der stille Wald hat sie in ihren Klauen. Oh man, die Arme.
überall Skelette und so. Boah. Das ist echt ein richtiger Gruselwald. No Macquarie Bowar. Wapower. Negroco Doba. Zomose. Nemono. Sofedaquo. Nemonor. Bomokinoa. Oh, er kann uns was geben, das ist nett. Was hat er denn? Ich weiß übrigens, glaube ich, auch schon, an welcher Stelle wir jetzt weiterkommen. Und zwar das letzte Viertel da oben im Bild. Ganz oben. Ja, zeige ich euch gleich, wenn wir hier durch sind. Cool. Er spricht. Diwasawe Untawa. So, da lang, genau. Genau, und das ist das Stück jetzt hier, weil hier ist nämlich ein Holzstück. Jedenfalls so ein ja, was soll ich sagen, so ein Holz an der Kette und dann ist da eine Lampe. Dann kannst du jetzt von der Lampe aus denn hier weiter rüberspringen und dann kommen wir dahin. Das müsste eigentlich funktionieren. Wir dürfen eigentlich vergessen, wir sind noch hier. Das ist auf jeden Fall ein weiter Weg, aber müsste eigentlich theoretisch einfach nur links rüber. Müsste machbar sein. Sei denn, da sind wieder irgendwelche Tore im Weg. Neue Irrlicht gefunden. Stimme des Waldes. Dann maximale Kapazität. Wächter des Sumpflandes. Die stillen Zähne. Neue Quest. Bring die Mühle wieder in den Gang. Okay. Dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt erstmal durch. Und versuchen, dahin zu kommen, wo ich meine. Ich will mal gucken. Achso, da geht's nur nach oben. Da brauchen wir eigentlich gar nicht lang. Vielleicht verpasse ich da jetzt einen kleinen Bonus oder so. Wichtig ist jetzt, dass wir hier wieder weiterkommen. Oh, die streiten sich da hinten, oder? Ah, alles klar. Die haben für uns das Tor aufgemacht. Das fand ich ja mal nice. So, komm her, Mücke. Jawohl. Sprechen wir mal mit Moki. Du bist kein Moki, das sehe ich sofort an deinen Schlappohren. Ich bin sehr aufmerksam. Man nehme diese Karte, die ich gefunden habe. Ich würde die Lupo den Kartografen geben, aber er hat genug Karten, der mit den Federn sollte sie bekommen. Ich habe gehört, dass der Karten liebt. Vielleicht würde er dies mögen. Könntest du ihn bringen? Ich habe ihn auf der Brunnenquelldichtung gesehen. Jawohl. Zeichnung, du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Eine gestrichene Linie und ein X mit drauf eingezeichnet. Hunter Nebenquest. Finde die Person, für die Zeichnung bestimmt ist. Jetzt müssen wir hier, um da ranzukommen, rechts. Ja, alles klar. Nochmal. Ne, wir müssen es. Wenn wir jetzt hier sind. Ah, das wird. Das wird wieder so eine knappe Geschichte, aber wir versuchen es jetzt hier mal. Jawohl.
Gorlek-Erz, du hast etwas Erz gefunden. Ein geübter Handwerker könnte damit Gebäude reparieren. Ah, schieß nochmal. Danke. Ah. Los nochmal. Spuck. Danke. Jawohl. Also Ori ist schon nicht schlecht. So, jetzt muss ich den natürlich wieder umleiten. Ein bisschen so schräg rechts. Mal. Okay, haut nicht so ganz hin. Das heißt, wir müssen nach unten machen. Ja, warte mal, dann machen wir es mal so. Jawohl. Sehr gut. Hä, wer hat da mal eine Mauer eingerissen? Gott, wer wohnt da? Ich hoffe jetzt einer, der vernünftig ist. Komm nur her, lass mich dich genauer ansehen. Alter, da steht da so ein Abrisstyp und sagt so, ey Alter, wer hat meine Mauer eingerissen? Komm mal vorbei. Ja, machen wir. Ich hoffe, der reißt unsere Mauer nicht auch ein. Geht's nicht weiter. Okay. Wahrscheinlich reflexartig dachte ich. Ich verkrümel mich mal kurz. Ah, alles klar. Ja, jetzt weiß ich, warum ich hier hoch kann. Und zwar aus diesem Grund hier. Ja, wir können da nicht landen. So, ein Sprung, eine Erweiterung und dann. Genau. Noch mit ihm sprechen oder nicht? Achso, können auch von hier aus mit ihm sprechen. Ich hoffe, dass wir genug haben, dass er uns verbessern kann. Deine Reise hat nicht zufällig schon in die Richtung Brunnenquells geführt. Gerüchte einer alten Bibliothek dort haben mein Interesse geweckt. Vielleicht erkunde ich diesen Ort selbst ein wenig. Vielleicht sehen wir uns ja da. Willst du Fähigkeiten verbessern? Auf jeden Fall. So, 918 haben wir. Drücke die Geisterstern zu stoppen und auf der Stelle zu drehen. Erhöhe Angriffsgeschwindigkeit der Wache. Drücke, um den Geisterstern zu stoppen und auf der Stelle zu drehen. Unentdeckt. Was kostet, was haben wir bei dem anderen? Verwendete Energie, setze Gegner im Umkreis noch in Flammen, selektiere Geisterportal auf Karten. Wir nehmen den hier mal. Genau. Jetzt haben wir noch 118 Tacken. Da können wir uns noch Lolli irgendwo für kaufen. Ich sag mal Tacken. Normalerweise ist das ja kein Geld da oben, sondern Punkte. Auch mein Wissen hat seine Grenzen. Ich kann dir schließlich nichts beibringen, was ich selbst nicht weiß. Aber ich habe von einem Ort voller Wissen gehört. Voller uralten Geheisterwissen. Der Eingang soll allen außer den Aufmerksamen verschlossen bleiben. Viel Glück. Neues Gerücht. Ja, ist doch nice. So. Aua. Wir gehen jetzt hier erstmal zu dem Typen, wo wir die Tür eingerissen haben hier. Sag mal, was hast du da für ein Stück Papier rechts? Diese klaren gepunkteten Linien, diese auffällige X, das ist eine Schatzkarte. Ich tausche meinen Wanderbeutel dafür ein. Etwa sagt mir, ich werde eine größere Tasche gebrauchen. Wanderbeutel, du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Kleiner, aber nützlicher bei Abenteuern. Okay, danke. Quest. Finde eine angenehme Abenteuerin, die eine kleine Tasche gebrauchen kann. So. Oh, ich hoffe, der haut uns jetzt hier nicht auf die Mütze. Nee, wir können mit ihm reden.
Ich habe mich nicht getraut, daran zu glauben, aber du bist wirklich hier. Die werden beherbergt, aber als ein Geist. Die Mauer hast du ja schnell niedergerissen. Meine Baufähigkeiten sind wohl auch nicht mehr das, was sie mal waren. Dennoch habe ich versprochen, dir eine Zuflucht vor dem Verfall zu schaffen. Diese Lichtung zählt auf mich, Geist. Doch ich fürchte, ohne Erz werde ich alles enttäuschen. Die Materialien, die ich brauche, wurden vor allen Leuten aufgegeben, als sie in den Minen flohen. Und die nötigen Vorräte können mein Traum einer Zuflucht vorbei sein. So. Mit einem wenig Gorlik-Erz könnte ich diese Lichtung in eine Zuflucht verwandeln. Repariere das Geisterportal. Das heißt, die alten Geister konnten sich von einem Portal zunächst teleportieren, aber wenn wir dieses Portal mit Gorlik-Erz aufwerten können, du noch viel leichter in die Brunnenquelllichtung zurückkehren. Mach mich sofort an die Arbeit. Jetzt, da ich bauen kann, kann ich mich wieder einen wahren Gorlek nennen. Es gibt nur wenige wahre Gorlek, also pass bitte auf, wenn du auf jemanden triffst, der aussieht wie ich. Nicht alle von uns sind dem Verfall rechtzeitig entkommen. Oh, der war doch relativ nett, ich meine. Ich habe ihm... Oh, er repariert's gleich. Cool. Bevor unsere Heimat von Sand begraben wurde, sahen die Geister großes Potenzial in Gorlek-Erz. Sie verschwanden, ehe sie ausprobieren konnten, was wir ihnen bauten. Doch jetzt bist du hier und das kann man ändern. Willst du mir bei einem weiteren Projekt helfen? Jo, mal ruhig. Ach, zu wenig Gorlek-Erz. Genau, hier können wir uns ja aufladen, ne? Spiel gespeichert, super. So, dann mach's gut, großer Gorlek. Ach, schon wieder Moki. Ich bin weit gereist, um diese Lichtung zu finden. Sie ist ein Paradies für die Moki. Meiner Familie wird es hier gefallen, aber wir haben kein Zuhause. Der Gorlek-Gnom kennt sich mit dem Bauen aus. Vielleicht kann er uns helfen. Neue Nebenquest. Sprich mit Gnom, um ein Haus zu bauen. Okay. Sprechen wir mit ihm nochmal. Ist ja Gott sei Dank nicht weit weg. Ey. Ich kann es kaum glauben. Ich habe ein echtes Gorlek-Erz mehr gesehen, seitdem wir unsere Heime verlassen haben. Abermals mit solchem Material zu bauen... Nun, so kann ich mir wieder mit Stolz ein Gorlek nennen. Halt mein Versprechen, die Lichtung wird eine Zukunft für alle fernab des Verfalls und des Schattens am Himmel. Mit ein wenig Gorleks könnte ich diese Lichtung in eine Zuflucht verwandeln. Okay. Okay, alles klar. Also wir können mit ihm sprechen. Können das Ganze aber nur erfüllen, wenn wir jetzt ein Gorlek-Erz nochmal finden. Eine wiederkehrende Kunde, immer eine angenehme Erfahrung, oh ja. Immer lauter sprechen sie deinen Namen, dennoch habe ich viele Namen auf meinen Reisen gehört, weißt du? Die Namen kaufen meine glänzenden Splitter und gehen wieder, sie klingen alle ziemlich gleich, oh ja. Dennoch strahlen meine Splitter heller in deiner Nähe, vielleicht sollte ich mir deinen Namen merken, aber dafür müsstest du etwas tun, dass es wert ist, sich an dich zu erinnern, verstehst du? Verbesserung ansehen. Belastbarkeit. Wieder zurück. Ah, es gibt dann einen Ort, an dem du mehr über die Splitter erfahren kannst. Er liegt im Brunnenquell. Es ist ein Schrein für die alten Geister, weißt du? Angeblich konnten die alten Geister viele, viele Splitter gleichzeitig nutzen. Vielleicht kannst du das ja auch. Oh ja. Da gibt's ja ein neues Gerücht. Prima, aber ich gehe mal auf Filter, ich will nur die Quests haben, die ich erledigen muss. So, und ich denke mal, ich muss hier wieder hin. So, Brunnenquelllichtung. Von Hand zu Hand finde eine Abenteuerin. Okay, aber das Hauptquest ist ja das hier, ne? Genau. So, das heißt, wir müssen theoretisch hier einfach wieder runter, dann hier weiterlaufen.
Sind da irgendwelche Bonis oder so? Nee, ne? Oh, Mutai. Drücke X mit Mutai zu sprechen. Kann es kaum glauben, ich spreche mit einem echten Geist hier in Niven. Aus der Nähe bist du kleiner als ich dachte, aber so hell. Ich persönlich fahre ja gar nicht gerne auf. Es ist nicht sicher hier draußen. Weißt du, zu deinem Glück habe ich jede deiner Bewegung beobachtet, nur um sicher zu gehen, dass es dir gut geht. Möchtest du meine Aufzeichnung sehen? Ja. Allgemein. Navigieren. Abgeschlossen. Was können wir jetzt machen? Also das, wir haben jetzt hier nur L navigieren und B haben wir zurück. Okay. Bis bald. Ja. Mach's gut. Die Frage, versuchen wir jetzt hier rechts, links rüber zu kommen oder hier rechts? Ich denke mal, versuchen wir hier weiter zu kommen. I see, I see. Lässt grüßen. Ich will doch da links rüber. Ah, alles klar. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ich muss mich einfach nach oben. Gehe ich an die Laterne ran. Lauf mich hier lang. Nee. Aber so ähnlich wird es funktionieren. Sehr gut, Energiepunkte. So, das ist ja klar. Hier einfach rüber. Genau, das meine ich. Ah. Ah, nicht den falschen Knopf drücken. Konzentration. Boah. Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Da hochzukommen. Das haut nicht hin. So, jetzt habe ich hier. Mal gucken. Wir stellen nochmal auf Bogen kurz um und dann schießen wir das da oben mal runter. Dankeschön. Bringt nichts. Oh. Ja. Ungeschickt lässt grüßen. Konzentration, was denn hier los? Steuerung ist nicht ganz ohne. So, wir brauchen. Okay, super, ja, genau, wir brauchen. Oh, Mann. So, hier erstmal rüber, das ist ja klar. Pflanze
platt machen. Und wir wechseln jetzt mal wieder zum Schwert. Ist auf jeden Fall um einiges angenehmer. So. Ach, shit. Wir müssen noch da hochkommen. Ah, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Nochmal letzter Versuch. Mann! Ist doch gar nicht. Das Weihnachtsessen hängt noch im Magen, glaube ich. So, jetzt aber Konzentration. Ist doch kein Hexenwerk hier. So, das ist doch eine ganz einfache Kiste. Hier rüber. Hier rüber. Genau, und dann müsste man normalerweise von da aus klettern können. Ich komme da nicht ans Erz ran, glaubst du das? Ist ja wie verflucht. Der Weg nämlich der richtige ist und nicht der andere, den ich da eingeschlagen habe. Mann, 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 ey. Manchmal frage ich mich echt, was ich hier mache. Fragen sich bestimmt die Zuschauer hier auch. Was macht der denn da? Kann man denn so verpeilt sein? So, Gorlek-Erz. So, das könnten wir jetzt dem Typen geben. Wenn wir da so und so lang müssen, um wieder zurückzukommen. Oben geht's aber auch noch weiter. Ey, Mann, was ist denn mit dem Joypad los, ey? Was ist denn das für eine Scheiße? Gibt's doch gar nicht. Hat dem überhaupt nicht reagiert. Das ist. Ah, da, sowas kann ich überhaupt nicht haben. Oh, komm her, Krebs, ein Puschel. Na, haben wir. Jawohl. Ich glaube, hier sind wir noch gar nicht gewesen, ne? Wo ist... Okay, das ist ja interessant. Das ist hier oben. Oha. Da schlummert was Großes. Ich bin irgendwie mit was kitzeln. Er will nicht schießen. Um da lang zu kommen, muss ich ja irgendwas machen. Nö, keine Chance. Wir kommen später wieder. Ah, Moki. Oh, hallo. Gehst du in den kalten Ort? Ich gehe dorthin, um mal ein paar Spitzbeeren zu sammeln. Zumindest hatte ich das vor, aber da ist ein großer Bär in meinem Weg. Er schläft. Ich habe versucht, ihn mit Grashalm an der Nase zu kitzeln, aber es hat nicht geklappt. Das habe ich auch gedacht. So, das wäre eine Lösung auf jeden Fall. Vielleicht war der Grashalm nicht so groß genug. Vielleicht bin ich nicht groß genug. Finden wir denn hier irgendwo einen Grashalm oder so? Ne, macht's ja nicht. Ori will da nicht ran. Naja. Schade.
Ich hätte ihn gern mal gestreichelt, gekitzelt. Jo, dankeschön. So, wo sind wir denn jetzt? Ah, jetzt sind wir da und das ist ja das Hauptziel, ne? Die stillen Quollock, glaubt es oder sumpft. Genau. Also jetzt mal gucken. Genau, hier können wir rüber. Wir erinnern uns an diesen Ort. Wasser aus den Lumaseen fließt durch und füllt den Sumpf mit Leben. Oder zumindest floss er hier durch vor dem Verfall, bevor die Mühle stillstand. Ah. Oha. Und da... Der Brunnenquell. Und da oben geht's rein und da ist wahrscheinlich ein Hebel. So, da schickt er gerade mich als schwächste Kraft hier. Er will nicht. So sieht man sich wieder, Geist. Ich habe beschlossen, die alte Bibliothek zu finden. Und ich höre, du möchtest die Räder des Brunnenquells wieder in Stand setzen. Eine edle Aufgabe. Ich fürchte jedoch, dass die Tür unserer Reise ein jähes Ende setzen könnte. Sie bewegt sich nicht. Okay. Und ich, der ungeschickteste Gesell hier, soll das richten. Ja, das kann ja was werden. So, jetzt die Frage. Fragen alle Fragen. Hier rüber auf jeden Fall. Warte mal, machen wir was anderes. Wir gehen wieder aufs Schwert. Ich bin ja von hier gekommen, dann bin ich hier rüber. Die Frage, ob das der richtige Weg ist. Ja, alles klar. Ja, es war der richtige Weg. Was gibt's da oben? Schlüssel? Muss ich natürlich nur gucken, wie komme ich da jetzt rüber. Ja, aber es geht auch runter. Würde ich doch sagen, gehen wir erstmal runter. Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass wir da so einfach rüberkommen. Wir müssen wahrscheinlich hier... Jawohl! Müssen wieder die Lichtenergie bündeln. So, schieß nochmal, Pflanze. Du brauchst sie gar nicht.
geht's nicht weiter, ne? Das richtig sehe, genau. Oh, 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 oh. Ich muss hier irgendwo Halt finden. Hier ist mir ein Hebel. Sehr gut. Ah, mach keinen Scheiß. Wenn wir schon mal Joten sind. Ah, da oben geht's auf. Sehr gut. Jawohl. Ah, dann kommen wir von der anderen Seite ran. Das ist schon mal prima. Mann, 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 ey. Manchmal geht mir das echt auf den Piss. Den haben wir jetzt umgedreht, ne? Ja. Die Steuerung ist manchmal alles andere als einfach fair. Jawohl. Hier müssen wir weiter. Lebensernte. Du hast einen neuen Geistersplit erhalten. Damit lassen Feinde mehr Lebenskugeln fallen. Gut, aber tangiert mich erstmal nicht so. Ja, müssen wir auf Karte umschalten. Jawohl. So, jetzt gehen wir mal zurück und gucken, ob wir einen anderen Weg finden, um dahin zu kommen. Wir müssen wahrscheinlich hier lang. Also, wenn ich wegen dem blöden Vieh hier runtergefallen wäre, dann wäre ich aber sauer geworden. Es ist schon richtig hier, dass wir hier sind. Also wenn ich jetzt nach rechts gehe, ich glaube, wir müssen hier links lang. Da geht es noch nach unten, aber keine Möglichkeit, hier nach unten zu gehen. Aber kommen wir hier vielleicht lang? Nee. Okay, dann müssen wir halt noch einen weiteren Weg finden. Das Geile ist, dass es hier manchmal so viel Secrets gibt, dass es egal ist, ob du jetzt so unbedarft irgendwie rumknüppelst oder vielleicht doch nochmal was Sinnvolles machst hier. Wir haben auf jeden Fall mit dem Weg, den wir hier eingeschlagen haben, haben wir da oben, den Kristallgold, und ich glaube, wir hätten oben rechts weiter gemusst. Gucken wir mal. Aber ich muss mit der Steuerung ein bisschen besser klarkommen. Das sieht ja echt schlimm aus, wie ich hier am Steuern bin. Oh. Ja, die hat mir auf jeden Fall gezeigt, wer der Meister ist.
Ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt hier oben rechts weiter muss. Das sieht nicht so aus. Geht der noch weiter? Nee. Okay. Ey. Genau, hier wollte ich doch lang. Ah, ist auch nicht schlimm. Das ist ja gut. Jetzt sind wir hier wieder am Ausgangspunkt. Jetzt leider noch nichts gefunden, wie ich da irgendwie nach oben komme. Ich will mal gucken, wie vielleicht irgendwo noch ein Kristall ist oder so, den ich aktivieren kann. Ach, da oben ist was. Oder? Mal auf. Ey, ich habe da gewechselt. Nee, ist kein Schalter. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch... Dass die Lösung muss hier irgendwo sein. Ich habe alles versucht, um diese Tür zu öffnen, doch es nützt nichts. Ich sag dir was. Warum siehst du dich nicht nach einem Weg, um sie zu öffnen, während ich es weiter anstupse? So. Jetzt kann ich hier unten gucken. Und sehe, dass hier nicht weiter geht. Doch, vielleicht hier lang. Mal hier rüber. Ja, sehr schön. Jetzt hängen wir hier fest. Dann klettern wir hier lang. Das ist die Laterne. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Genau. Dann nehme ich da lang. Okay, da wollte ich eigentlich gar nicht lang, aber okay. Blieb mir ja nichts anderes übrig. Aber zerstören das hier nochmal. Ah, prima. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich hätte ja auch rechts einfach nur weitergekonnt. Nee, warte mal, da oben geht's weiter. Oh, das ist ja geil gemacht. Ach, übel, übel gemacht sogar. Oh, diese Steuerung. Alter, diese Steuerung, ey. Es ist unglaublich.
ungeschickt lässt grüßen. Ich könnte natürlich auch versuchen, jetzt hier so lang zu kommen. Vielleicht auch eine Möglichkeit. Es ging ja darum, dass die Mühle klappt. So, jetzt warten wir mal ab. Wir laden erstmal die Gesundheit wieder voll auf. So, das ist jetzt unser Zeitpunkt. Hier rüber. Jetzt sind wir hier. Und müssen natürlich jetzt schnell umstellen, sonst haben wir gleich ein Problem. Aufs Schwert. Jawohl. Dann kriegen wir noch einen Energiepunkt. Danke. So, dann gehen wir mal zum Affen. Mal gucken, ob der irgendwas sagt. Das Tor ist hier jetzt auf. Jetzt betreten wir das Ganze mal. So, die Entfernung war... Was war der Start? Zwar war die Entfernung... Oh Gott. Oh, die suchen jetzt hier. Ist ja niedlich. Verlassen aus. Machen wir nicht, denn wir wollen ja hier weiterkommen. Hier noch einige Secrets uns angeln. Hier, da kommen wir erstmal nicht hin. Dreht sich das auch wieder weiter. Das ist doch super nice. Oh, das macht sogar Spaß hier. Sehr gut. Frage, wo führt das Ganze jetzt hier hin? Oh, ganz schön mit Risiko behaftet hier. Ah, alles klar. Wir haben ja den Stab hier irgendwie, um weiter höher zu kommen. Und dann zack. Jawohl. Jetzt müssen wir das Geschwür da auch nochmal befreien. Langsam kommt wieder alles in Gang. Eieiei. Stimmt, der hat ja vorhin gesagt, da taucht einer auf, der so aussieht, wie er ist, aber der nicht er ist. Okay, der ging aber relativ leicht. Hier die
Möglichkeit geben, das Ganze hier aufzumachen. Warte mal, halt. Wieder aufs Schwert um. Wahrscheinlich ein bisschen weiter nach oben. So, jetzt wird es schwierig. Jetzt können wir zwar links rüber, aber wir kommen nicht nach oben. Vielleicht hier drüber. Prima, das dreht sich auch wieder. Ja, auch wieder ganz geschickt versteckt. Also 257 haben wir wieder. Also wir können bald wieder irgendwas einkaufen, wenn wir wem treffen. Das ist eigentlich immer noch zu wenig. Noch mal lang. Oh Mann, Timing, so jetzt. Ist doch nicht so schwer. Geht's nicht weiter hoch, ne? Warte mal. Doch, da muss es weiter hoch gehen. Ja. Sehr gut. Jawohl. Willkommen bei der Brunnenquellenmühle, der Quellen allen Nasses, der ehemaligen Quelle jedenfalls. Früher hatte ich ein wenig Angst davor, die riesen Zahnräder zu kartografieren. Als wenn sie plötzlich wieder anspringen sollen. Oh, aber nee. Sie liegen nun schon wie ewig still, sodass sie schlummernden Schaum schnecken, also ist sie vermutlich sicher. Okay, ja. Das ist super. Er hat noch gar nicht mitbekommen, dass sie wieder laufen. Ah. Der Brunnenquell. Geht's ja nicht weiter, ne? Doch, hier unten geht's noch weiter. Und wir sehen auch, da dreht sich noch nicht alles. Geht's hier wieder raus eigentlich? War das hier? Nee. Komm her, Qualle. Hack nicht, Qualle. Krabbe. Ein bisschen zu lange zocken, ist man ganz von den Socken. Ist das Sprachzentrum nämlich auch im Eimer. So, jetzt gucken wir mal, wir können nach oben, aber oben ist nichts. Das heißt, wir müssen nach unten. Noch ein paar Quallen suchen. Okay, hier ist noch ein Geisterlicht. Jawohl, das nächste Geisterlicht haben wir gefunden. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke LB in der Nähe von Haken oder blauen Moos, um dich ihnen zu ziehen. Ah, okay. Sehr gut. Wir haben jetzt Wurfhaken. Na, prima. Hier auch wieder ein kleines Versteck.
Ah, das ist doch mal eine nice Eigenschaft. Ich muss nur mit der Steuerung jetzt klarkommen. Hätte ich auch gedacht, dass da unten weitergeht, aber... Soll es da nicht weitergehen, oder wie? Bin ich einfach nur fucking ungeschickt. Ach da, ah, alles klar. Jawohl, so geht's. Ja, das ist doch prima. Ist auch geil, dass wir uns da jetzt anziehen können. Das macht uns auf jeden Fall noch mächtiger. Aber wir werden schon immer besser. Das ist ja auch noch ein Hebel, das ist ja cool. Ist jetzt noch ein Tor aufgegangen? Ich weiß natürlich nicht. Warte mal, müssen wir gucken. Wir sind jetzt hier, die stillen Szene, durchsuche die Mühle. Was haben wir denn hier? Bevor wir rausgehen, bin ich der Meinung, es stehen noch ein paar Räder still, ne? So, da kommen wir dahin. Ja, das habe ich nicht anders verdient. Mann, 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 ey. Komm her. Jawohl. Teilweise echt zum Kotzen hier, ey. Mann, wo ist denn die Konzentration hin? Ich glaube, wenn das weiter so geht, sollte man lieber langsam mal aufhören. Ich gucke nochmal, ob ich hier noch... Ich glaube, wir gehen hier nochmal lang. Ich nochmal eine andere... Qualle finde, die ich ändern kann. Ach, er schon wieder. Als Mensch verkleidet. Zack, auf die Mütze. So, hier ist das Tor immer noch zu. Das haben wir auch noch nicht gelöst, das Ganze hier. Das heißt, hier ist noch mehr auf jeden Fall. So, und da sieht man, da dreht sich auch nichts.
Ach, da ist die nächste. Ich sehe sie. Sehr gut. Seht ihr die da oben? Die Qualle? So, und jetzt die Frage, wie kommt man da hin? So, müssen wahrscheinlich... Ziele mit, um A gedrückt von rotierenden Rädern zu schleudern. Jawohl. Müssten die sich auch drehen? Weil Glück haben, geht jetzt der Verschluss auf. Jawohl, da ist noch ein. Ja, nicht ein Verschluss, aber so eine Art Tor, was noch nicht auf ist. Könnte man auch sagen, ist eine Schleuse, oder? So, das dreht sich auch noch nicht hier. Hier rein. Wie geht dieses Scheißding auf? Ey, mach keinen Scheiß hier. Wenn wir jetzt hier rausgehen. Also hier waren wir auch noch nicht. Jetzt geht's, könnten wir da lang. Aber Glück gehabt. Ungeschickt lässt grüßen. Das natürlich nicht. Gehen wir hier mal am Rand. Ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt noch irgendwie eine Qualle hier finde. Muss auf jeden Fall dir irgendwo noch was geben.
Jawohl. Okay, blockiert wieder. Kann aber sein, dass das die Tür war. So, dann gehen wir mal hier lang. Jawohl. Ja, können wir ja nochmal versuchen. Boah, das war aber knapp. Hier hat man ein Spezial eingesammelt. Also wir müssen hier nochmal rüber. Ich hoffe ja, dass das das Tor war, das wir geöffnet hatten. Ich sage mal Tor, aber das ist so, glaube ich, eine Art Schleuse. Okay, da ist immer noch zu. Muss doch hier irgendwie aufgehen. Wie geht das denn auf? Ah, alles klar. Schon gedacht, ich bin ganz blöd. Aber das ist eigentlich nur ein Boni, kannst du sagen. Das Erz gefunden, ja toll. Jawohl. Aber sehr gut. Das haben wir schon mal geklärt jetzt. Ich frage mich trotzdem, ob irgendwo noch eine Qualle ist, die ich nur entdecken muss. Und ich müsste jetzt quasi noch irgendwo Wasser ablassen, um auf die andere Seite zu kommen. So, ich mache jetzt mal was, was Blödsinn ist. Erstmal lade ich meine Energie auf. Dann gucke ich mal. Das ist hier mit dem Tauchen. Ah, ich komme hier rechts nicht runter. Also wir gucken mal, wie es auf der Karte aussieht. Karte ist... Ja, ist die Mühle. 24% haben wir. Schon. Bin ich jetzt hier nur noch lang. Aber in die Richtung. Gehen jetzt hier mal raus und gucken da erstmal weiter. Weil wir haben jetzt ja auch neue Eigenschaften bekommen.
So, komm her, Krabbe. Ja, kleine Faxen. So, das ist jetzt eigentlich unser Ausgangspunkt hier, ne? Wir haben überlegen, ob wir hier irgendwo noch blaue Kristalle oder so finden. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. So. Jetzt rüber, sehr gut. So, wir betreten die jetzt hier mal, weil wir haben jetzt die Möglichkeit ja natürlich. Warte mal. Hier waren wir aber auch schon überall. Ich habe eigentlich gedacht, dass es noch einen anderen Eingang gibt oder so. Schon. Hier waren wir auch schon. Wo ist jetzt die letzte Qualle? Ich gehe mal davon aus, dass es nur eine ist noch. Also hier sind wir ja gewesen. So, wo ist es noch dunkel? Hier ist es noch dunkel, hier waren wir noch nicht. Da unten. Aber okay, vielleicht können wir da auch noch nicht hin, weil da überall Wasser ist. Das, wenn ich jetzt hier runtergehe, befinde ich mich laut Karte hier. Da will ich aber gar nicht hin. Nochmal nach oben. Zack. Sondern ich will eigentlich nach hier unten und das dunkel. Ich möchte eigentlich hier rechts rüber. Da aber rüber zu kommen, muss ich noch irgendwo einen Schalter deaktivieren.
Und man sieht auch hier, das steht alles unter Wasser, aber da müssen wir wahrscheinlich noch hin. Hier ist auch Wasser. Gehen wir hier noch mal lang. So, hier sind wir jetzt auch schon gewesen. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen, irgendein Hebel oder so. Herrlich, wie er wieder total versagt hier. Da sind wir jetzt auch überall gewesen. Oh mein, hier muss doch irgendwo dann das Portal sein. Da gucken wir mal. Also es gibt ja hier einen Ausgang. Portal und hier auch. So, genau. Und wir machen das jetzt so. Wir gehen jetzt nochmal zu dem anderen Portal. Dann würde ich sagen, man Schluss. Oder doch noch nicht. Warte mal. Ey, warum zieht er denn? Wir kommen ja da hoch. Na. Ich merke nämlich, dass die Konzentration total nachlässt. Wirklich so. Hier geht's weiter. Sehr gut. Natürlich die Frage. So, genau. Wir wollten jetzt hier wieder zum Ursprung zurück. Sehr gut. Das ist schon mal sehr gut, weil hier waren wir nämlich noch nicht. Aber ich bin bei den Mücken lieber ein bisschen offensiver. Weil wenn die angreifen, sind die mal sehr flink. Manchmal funktioniert das mit dem Anziehen bei mir nicht, komischerweise. Obwohl ich LB drücke. Ja, kannst du nichts machen. Ärgerlich, dass er da immer anfängt. Dass er da nicht abspeichert. Das macht wieder zum Kotzen. Also die Steuerung geht mir manchmal ein bisschen auf den Senkel.
ich auch einfach nur zu ungeschickt. So, dann gehen wir erstmal nach rechts. Komm her, Mücke. Sehr gut. Nochmal. So, noch ein... Hier geht's nochmal weiter. Der Brunnenquell taugt nicht zum Wandern. Bei den ganzen Rumkreise wird mir ganz schrummelig. Hätte ich das letzte Mal nicht meinen Kompass verloren, wäre ich jetzt auch gar nicht hier. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ah, in dem Atemzug habe ich gleich gesehen. Wo die nächste Qualle ist. Diese komische letzte Schnecke. Die war hier oben irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob es die letzte war. Ich sag mal die letzte. War wahrscheinlich gar nicht die letzte. Reicht doch schon, ne? Ja, hier waren wir schon. Das heißt, hier müssen wieder rein. Ich bin ein bisschen komisch. So. Da ist auf jeden Fall auch eine. Muss hier oben irgendwo noch eine geben. Wir gehen jetzt auch mal weiter nach unten. Okay, alles klar, jetzt weiß ich auch wieder. Das ist ja ganz geschickt jetzt gemacht. Das heißt, wir haben das hier runtergeklappt und können jetzt von hier aus mal hoch. Das ist doch nice. So, hier brauchen wir nicht weiter, wir müssen jetzt hier weiter. Ich habe die auch schon gesehen, die andere Schnecke, als er mich um das andere Quest gefragt hatte hier. Okay, dann müssen wir jetzt doch nochmal umstellen auf Bogen. Bei den Mücken vielleicht gar nicht schlecht. Okay. Wir müssen aber hier lang. Frage ist jetzt mal... Okay, wir gucken jetzt mal, ob wir hier rechts lang können. In der Meinung, die ist jetzt hier oben irgendwo. Ah, schade. Ja, warum renne ich da immer wieder zurück? So, und zwar da ist sie. Müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen.
schmeiß dich weg, du scheiß Mücke, ey, dass die immer wieder respawnen müssen. Könnte ich kotzen, ey. Ah, da ist ja auch eine. Alles klar. So. Okay, ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Das ist jetzt die zweite quasi, die jetzt... Ist hier rechts auch noch eine? Guck mal. Geht's auch noch rüber, ne? Ach, das ist der. Ist das der Übergang zu dem anderen? Wo wir vorhin nicht weitergekommen sind. Ich habe sie gesagt, was wir abgeschlossen haben. So. Ich weiß, wo ich lang muss. Das ist das, was mich ärgert. Super, genau hier wollte ich lang. Müsste eigentlich noch höher. Jawohl. Ich glaube, hier oben irgendwo ist diese andere grüne Ding. Grün, bunt, whatever. Schön auf. Okay, super. Jetzt die Frage, wie kommen wir da hoch? Ach da. Sehr geschickt gewesen hier. Weiter runter. Jawohl. Hier können wir auch. Achso, ich dachte, hier können wir auch landen. Das ist ärgerlich. Oh, gut, der hat uns die Chance gegeben, von da zu speichern. Oder von da wieder anzufangen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist, hier rüber zu springen. Na, so und so nicht. So, nochmal. Hier jetzt rüber. Und jetzt von hier links rüber zu springen. Aber die Steuerung versagt schon wieder total. Das ist irgendwie komisch. So. Sind jetzt hier. Und jetzt einfach nur links rüber. So, nochmal. Thank you.
Jawohl. Okay, Gorlek-Erz. Du hast etwas Erz gefunden. Schade, ich hätte gedacht, wir finden hier noch was anderes. So, ich weiß, wo die andere Schnecke ist, weil ich die vorhin durch das Tor gesehen habe. So. Hier ist jetzt das Tor, wo ich das Nebenquest machen kann. Und da oben müssen wir eigentlich hin. Da oben ist noch so eine bunte Schnecke, Qualle, wie auch immer. Okay, aber wir gehen mal rein. Das Erkunden des Unbekannten ist gar nicht so einfach, vor allem ohne eine Tasche. Oh, das ist eine sehr große Tasche, wie du hast. Ob ich sie wohl haben dürfte? Hier, ich gebe dir dafür meinen alten Kräuterbeutel. Ah, super. Wieder ein Quest abgeschlossen. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Aus diesem kleinen Beutel dringt ein würziger Geruch hervor. Von Hand zu Hand Quest aktualisieren. Soll jemand finden, der Kräuter gebrauchen kann. Das ist super. Hier können wir auch wieder raus. Ah, hier ist ein Tor, was noch aufgemacht werden muss. Oha! Ja, unsere Spezialfähigkeiten sind nicht ohne. Wenige mit gerechnet. Ah. Ist ja ein Labyrinth, diese alte Mühle doch jetzt ist. Jetzt ist nicht mehr Zeit zu trödeln, der Weg ist weit. Ich will da an Wissen gelangen und du musst die Mühle reparieren. Deine Freundin finden, wenn ich recht höre. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, wir stellen jetzt hier nochmal um.
auch die Tür auf. Prima Ballerina. Scheint auf dem richtigen Weg. Alter, es ist so schnell. Oh. So, reiner Zufall dir. Dass du bescheuert war. So ungeschickt. Oh, du siehst das teilweise gar nicht. Wo er hängt, der kleine Ori. Ach, hier ist ja der Hebel, oh Gott. Ja, völlig blind. Alter, jetzt dreht sich nochmal alles. Das ist jetzt so komplett das andere von dem, was ich eigentlich dachte, was so möglich ist. Okay, jetzt rechts kommen wir jetzt nicht mehr lang. Ganz anderer Flex, der hier entsteht. So, der nächste. Ist die Frage, nach links oder nach oben? Ich könnte kotzen. So ein Schwachsinn. Okay, das ist schon mal was ganz anderes hier. Riesige Geister, Lichtgefäß, sehr gut. So, jetzt könnten wir es hier verlassen. Wie sieht's denn eigentlich aus, mühlentechnisch? Ah, da waren wir noch nicht. Ah, da oben ist die. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Kommen wir da hin? Habt ihr die gesehen? So. Jetzt ist die Frage. Da oben rechts sitzt sie. Da unter lang klettern? Nee. Funktioniert nicht. Kann sein, dass wir rechts lang müssen. Oder müssen wir echt verlassen?
Oh, das sieht ganz vielversprechend raus. So. Er lässt mich da auch nicht durch. Ist Dauerstrom, das heißt, da oben komme ich gar nicht erst hin. Oder nicht durch, auch wenn ich es wollte. Das heißt, muss. Hier rechts wird auch wieder eine was festgehalten. Der nächste Hebel, sehr gut. Ja, das ist doch meine Kernkompetenz. Das heißt, hier oben ist Dauersaft. Da kommen wir nicht durch. Muss an diesen scheiß Schnecken rankommen hier. Oh. Und gut, dass der das immer so abspeichert. Ist ja schon wieder fast so wie die alte Ausgangssituation hier, die wir schon mal hatten. So, jetzt kommen wir links oder rechts lang? Nehmen wir mal einen linken Weg hier. Dann lieber hier lang. Sehr gut, jetzt haben wir sogar noch volle Energie. Ist die Überlegung, wie kommen wir jetzt hier weiter? Das war, das ist Hardcore hier. Ohne Scheiß, das ist jetzt hier der andere Level von Steuerung. Egal, komm. So, sehr gut. Jawohl. Da
Jetzt dreht sich das auch und da geht auch ein anderes Tor auf. Das heißt, wir können wieder weiter nach oben. Die Mühle zieht sich, würde ich sagen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier überhaupt durchkommen. Ah doch, ja klar. Eine Eisennadel. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Zeig Wasser nach Norden hervorragend, um sich rechts zurechtzufinden. Ach, der hat doch, der eine Typ hat doch gesagt, dass er seinen Kompass verloren hat. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier auch reinklettern können. Hm. Nur hier, ne? Lasst mich raus. Jawohl. Drücke zum Verlassen. Das kann sogar jetzt diesmal richtig sein. Ach, warte mal. Will denen jetzt noch irgendwas geben oder so? Mein Kompass, du hast ihn gefunden. Ich schulde dir was, Wanderer. Hier, nimm das Schuldbeglichen. Nimm das Schuldbeglichen. Das ist auch ein geiles Deutsch. Oder nimm das Schuldbeglichen. Okay. So. Siehst du, super. Jetzt sind wir sogar hier so weit, dass wir hier weiter nach oben kommen. Genau. Das ist sogar richtig. Aber jetzt müssen wir nach so hier rein, genau. Der Brunnenquell beherbergt eins der Großbibliothek Ori Wissen, floss die Wasser durch eine Mauer. Und jetzt ist vieles, das eins war verloren, das Wasser ist still. So, mit Ofat sprechen. Die Legenden waren wahr. Geist, die Brunnenquellenbibliothek, sieh dir nur alles dieses Wissen an. Aber da ist noch etwas, eine faulige Präsenz ganz in der Nähe. Der Geruch scheint von irgendwo da oben zu kommen. Siehst du es? Ja, mal an, während ich in diesen Büchern blättere. Ja, machen wir. Warte mal. Machen wir das hier mal. Und dann das hier. No. Freunde, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Wir machen natürlich auch weiter, aber ich weiß nicht, ob mein Speicherplatz jetzt auf der Platte für die Aufnahme reicht. Nicht, dass ich vor allem einen Abbruch habe hier bei OBS, da habe ich manchmal gerade Sorgen. Wir haben jetzt schon ziemlich lange gespielt, ziemlich lange aufgenommen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall gleich noch im nächsten Video. Lasst mal ein Abo da, Kommentare nicht vergessen, Like noch nicht vergessen und dann würde ich sagen, bis dahin.